Hey, was geht ab? Ich bin's wieder, dein Big Boy Döbelinski, und ich zeige dir jetzt das Production Rack. Das steht zwar im Moment da, aber normalerweise ist das da hinten. Wir brauchen den Platz gerade einfach, weil wir Revision machen. Im Production Rack findest du eigentlich alles nützliche Material, das du für deine Produktion brauchst. Wir haben zum einen in der oberen Schublade Netzwerkswitch, wenn du mehr als zwei CDJs hast, wo alle miteinander verbunden sind miteinander. iPad, Ladekabel und das Tablet dazu. Das Tablet braucht ihr für das X32 steuern und auch für andere Sachen. Schaut da dafür bitte die entsprechenden Videos. Beim Tablet ist wichtig, dass das am Schluss wieder zurück ins Production Rack kommt. Also wenn ihr Techniker seid, zeigt das bitte der Produktion, dass sie darauf achtet, dass das am Schluss von der Veranstaltung nicht irgendwo im Raum liegen bleibt, sondern wieder in dieser Schublade landet. In der nächsten Schublade haben wir ganz viele Adapter. Die sind nützlich, wenn ihr von irgendeinem Stecker auf irgendeinen anderen adaptieren müsst. Da findet ihr sicher eine passende Lösung. Dann, eins weiter unten, haben wir Squash-Ball, um unter Steinplatten zu legen, wenn ihr Plattenspieler habt. Verschiedene Tapes, darunter auch das, zum Markieren von kaputten Sachen. Dazu könnt ihr gerne ein Video schauen, wie man kaputte Sachen markiert. Und zum Schluss noch kurze Cat5-Patch-Kabel. In der untersten Schublade haben wir dann noch Kabel wie Cinch auf Cinch oder Cinch auf Mini-Jack. Und DI-Boxen, wo ihr zum Beispiel auch mit Cinch rein könnt oder mit Jack und dann auf XLR wieder raus könnt. Das wäre das Production Rack.